Rheintal-Oberländ ist ein Verbandsschwingfest am 1. April 2017 beim Schulhaus Siedenbaum zu Trübach. Am 9. ist es mit dem Anschwingen losgegangen. Und wie üblich beim Schwingen sind die vorderen Reihen schon eine halbe Stunde vorher zünftig bereit gewesen und angeregte Diskussionen sind in Gang gekommen. Man war dabei gewesen, von jung bis älter, ob verschnupft oder nicht. Schwingen ist eindeutig ein beliebter Volkssport. Zuerst noch zügig und kühl ist es dann frühlingshaft warm geworden. Aber als von Anfang an. Die Tafelbuben waren bereit und die Ringrichter auch. Zwei sind immer am Tisch und einer steht neben am Sägemehlkreis. Also am Platz dort, wo die Arbeit gemacht wird. Und dann die Hosen. Da ist natürlich ganz wichtig, dass man die sauber anlegt, um eben sauber greifen können. Wie gesagt, die Tafelbuben unter sich, ich habe es gehört, haben es diskutiert, wer könnte Chancen, wer nicht. Und dann haben die Trainer hochkonzentriert mit den anderen Medialeuten. Ja, der Brunnen, wunderschön hier extra gemacht. Ich denke, den braucht man nie. Der ist nachher noch versteigert worden. Und dann ist losgegangen mit den Diskussionen. Es waren fast alles Spezialisten gewesen. Sogar die Buben haben es besser gewusst als sie. Aber in der Tat, die Schwinger gab ohne Wasser können es gar nicht sein. Und trotzdem, es ziemlich kalt war, haben sie sich hier eben noch angenetzt. Wo der Flavio Tischhaus mit der Drohne dann zum dritten Mal aufgestiegen ist, haben sich die Ränge schon gefüllt und auf den Plätzen ist geschafft worden. Arbeit, sagen die Schwinger. Wir sind eingestiegen mit dem ersten Eidgenoss. 11 Eidgenossen insgesamt am Start und hier der Bündner Eidgenoss, der Mike Peng gegen den Appenzeller Kranzschwinger, der Dominik Schmid. Man können erwarten, dass der Eidgenoss hier gewisse Vorteile hat und das hat sich auch bewahrheitet. Für das Nachdrucken am Boden am Viertelpunkt Abzug 9,75. Allerdings hat der Mike Peng nachher nur noch einen Kampf können im fünften Kampf dann entscheiden und sonst ist er dann sehr weit hinein gelandet. Dann sind wir zum nächsten Eidgenossenkampf gegangen, hier der Beat Kloppatz, der Bündner, gegen den Appenzeller Eidgenoss, der Marcel Kuster. Wir sind gespannt gewesen, was hier läuft. Natürlich haben wir auf die Eidgenossen gesetzt, haben aber müssen feststellen, ja, die haben gestellt, im Anschwingen ist es den Eidgenossen irgendwie gar nicht so gegangen. Bis zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Dann aber eine grosse Erwartung hatte ich in Daniel Bösch, in den Toggenburger Eidgenoss, der hier gegen den Appenzeller Eidgenoss Raphael Zwissig gekämpft hat. Kurz vor 6 Minuten war das dann. Da hat sich aber der Daniel Bösch aus dem Platz rausgekämpft und sie war kurz vor dem Schluss gewesen. 6 Minuten dauerten die Kämpfe, der Schlussgang über 10 Minuten. Und dann sind sie nochmal in die Mitte gegangen, haben nochmal gegriffen. Der Ringrichter allerdings hat schon Anstalten gemacht, so auf die Stoppuhr zu schauen. Und dann in der Tat auch die beiden Eidgenossen haben wiedergestellt. Für mich eine grosse Enttäuschung. Stefan Burkhalter hinter im Roten, im Einwärmen oder ist er nervös? Ja, er denkt, er macht ein bisschen nervösen Eindruck, aber man kann sich natürlich dann auch täuschen. Auf jeden Fall, hier ist er dann sehr konzentriert antreten gegen den Eidgenoss aus dem Appenzellischen, der Martin Herrscher, der Stefan Burkhalter aus dem Thurgauischen. Und dann hat er in seiner ganz speziellen Art, wie er schwingt, auch eigentlich der Martin Herrscher zuerst recht gut im Griff gehabt und ist dann aber auf den Rücken gelegt worden, allerdings außerhalb vom Platz. Das hat nicht zählt. Eine zweite Chance, da sieht es gut aus für Stefan Burkhalter, jedenfalls aus reihenhafter Sicht, aber auch letzt. Eine von den 300 Varianten, die man sagt, gäbe es beim Schwingen, hat der Martin Herrscher angewendet und hat hier den Stefan Burkhalter klar besiegt. Und dann der Bless Michael, der Appenzeller Eidgenoss, hat er gesehen, noch die Haare gestreichelt, greift dann ganz sanft beim Armon Orlik am Zösli und dann geht es los, ein kurzer Zug und dann liegt der Bless Michael, der Appenzeller, im Segmel chancenlos gegen den Bündner, gegen den Armon Orlik, der hier sehr überlegen war. So, das wäre mal das Anschwingen gewesen, ein überlegener Armon Orlik, so ist es weitergegangen, da kann ich gerade schon verraten. Und meine Frage nun an OKA-Präsidenten Franco Chiani, wie es dem Schwingclub im Wartau gekommen ist. Der Schwingclub ist zustande 1967 durch interessierte Schwingfestbesucher. Dann ist der Schwingclub gegründet worden und dann hat man im ersten Jahr schon am Gunzen oben das erste Gunzenbergschwingen durchführen. Das Gunzenbergschwingen haben wir an die 30 Mal im Chorus Gunzen oben durchgeführt, bis man gemerkt hat, dass es vom Aufwand her, Ertrag, Infrastruktur etc. nur ganz der heutigen Zeit entspricht. Jetzt haben wir das in Starlight noch, auch in dem Raum Siedenbaum, wo wir alle 2 Jahre jetzt das ganze Schwingen haben.
Ich werde dem, du jetzt redest, habe gedacht, ich muss das gleich mal schnell einblenden auf der Gunzen. Also, das ist ja Gott vergessen, so ein logistisches Wunder gewesen, alles hier oben zu machen, einmal, oder? Das war immer so gewesen, ja. Das war sehr ein grosser Aufwand gewesen. Aber es war immer ein tolles Fest gewesen. Die Anlage, das Gebirge rundum, war immer eine idyllische Atmosphäre gewesen, dort oben. Also ich meine, wenn man jetzt so ehrlich ist, idyllisch ist hier eigentlich auch. Es hat sich auch gezeigt, gell? Ein Haufen Zuschauerinnen und Zuschauer sind am Morgen um 8 Uhr schon auf diesen Parkplätzen gewesen. Also es ist unglaublich beliebt, das Fest, nicht? Nicht nur unser Fest ist beliebt, das ist Schwingen allgemein beliebt. Und die wollen einfach die ersten Gänge sehen, die wollen Plätze reservieren rund um die Schwingplätze herum. Das ist einfach erfreulich, ja. Es geht jetzt langsam am Anfang von der entscheidenden Phase. Auf Platz 4 kommt es langsam. Wir haben jetzt kurz nach 9:30 Uhr. Also die Spannung steigt, oder? Die Spannung steigt insofern, weil jetzt die gegen den Schluss von der ersten Gänge die Eidgenossen drankommen oder Teilverbandskranzer. Und das ist, ja, dann sind wir sicher alle auf dem Platz, die dann zuschauen. Ja. Ich habe überhaupt nie geschwungen. Ich sage immer, ich habe nur ein grosses Maul. Zum Schwingen habe ich nicht einmal. Habe ich nicht den Mut. Eben, habe ich so ein bisschen gedacht. Also, es sind ein Haufen Leute, oder, die auch eigentlich nicht selber schwingen, die aber ja, einfach fasziniert sind vom Schwingen. Also, es muss nicht nur keine Postur sein. He? Das ist so. Das ist so. Technik spielt eine grosse Rolle. Technik he? Und Schnellkraft spielt da eine sehr grosse Rolle. Ja. Jetzt haben wir 50 Jahre Schwingclub Aartau, aber natürlich haben wir in eigenen Reihen auch Schwinger. Oder? Was sind so die du dich jetzt gerade so erinnern kannst? In der eigenen Reihe haben wir momentan gerade einen Aktiven, der da ist. Die anderen, der Schettil Fausch, ist verletzt, hat das Knie kaputt gemacht, letztes Jahr im Herbst schwingen in Siebenen. Der Manuel Litscher, er hat Auslandaufenthalt, er hat ein Jahr Pause. Und dann haben wir noch, leider nur noch einen Jungschwinger, der Joel Galbier. Es ist nicht so einfach, um junge Schwinger zu motivieren. Die Jugend hat dort so viel vor, entweder gehen sie turnen, sie tun noch Hanorgeln, sie machen noch dies und jenes und dann alles können sie eben nicht machen. Das ist schade, ja. Aber der Schwingclub Aartau gibt es im nächsten Jahr gleich noch, hä? Wir hoffen sehr, dass der weiterlebt und wie wir ja sehen, die ganze Arena, die wir aufgebaut haben, es ist mit dem Turnverein zu Moos zusammen, wo wir den Anlass dürfen durchführen. Wir haben sehr, sehr interessierte Gönner und auch Helfer. Und da müssen wir schon sagen, dass die Arena angesprochen. Also wirklich natürlich, es ist jetzt am Morgen früh, die Tische werden alle noch voll werden und so. Aber es ist schon auch eine ganz grosse logistische Leistung und eine riesige Organisation, oder? Nehme ich an. Ja, wir sind letzten Samstag sind wir mit dem Turnverein 60 Helfer gewesen, die dann das Grosszelt gestellt haben. Wir haben Tribünen stellen, Schwingplatz vorbereiten. Und dann sind wir die ganze Woche sind wir so 15 Leute gewesen, die den Finish gemacht haben. Woher können hier die Bögen? Herzlich willkommen und all das. Das ist ja wirklich wunderschön. Das ist jetzt etwas vom JJ. Das ist der Bollhalder, Schreiner Bollhalder, der uns das gemacht hat. Das ist wirklich ein Bischof. Und ich glaube, auch die ganze Sache ist jubiläumswürdig. Und dann haben wir alles zu allem her noch ein saukogen Schwein. Es war immer ein bisschen warm. Da hat man gedacht, oh, hoffentlich kommt es nicht noch regnen. Aber es tut es tatsächlich nicht. Also die Temperatur ist eigentlich geradezu angenehm gut. He? Ja, Schwein, möchte ich nicht unbedingt sagen. Wir haben alle ein bisschen gebettet und. Komm jetzt! Ja, das ist so. Ja, komm jetzt, Franco. Scheinbar sind wir liebe Leute. Darum haben wir eine Art der Wetter gehabt. Also Wochendurch super Wetter und jetzt ein bisschen bewölkt, aber es ist von mir aus sehr gutes Festwetter. Das war mal bei 10 Uhr, dann ist es wärmer geworden. Nach 3 Gängen war es Mittagspause, die Schwinger haben sich hier ausgerubt, gerade neben dem Gabentempel zu. Für mich immer faszinierend, was es hier so alles gibt, diese Gaben. Wirklich sehr erstaunlich. Der Birmin Mohammed, technisch völlig im Griff gehabt, mit Pross, Sound und Leid, hat gerade die ganze Familie angeschleicht, also mit Kind und Kegel, alle ein Glas gelutscht, auch Techniker sind hier vor Ort gewesen. Und natürlich eben ein Fest für Jung und Alt und auch eben Fräulein. Junge Fräulein sind hier vor Ort gewesen, fasziniert von dem Schwingen. Schwingen ist überhaupt etwas, das verbindet. Schwingen hat immer das Gefühl, da ist Kompetenz da ist eine Friedlichkeit da, da diskutiert man über dies und jenes, einfach anderes Wetter bei anderen Sportarten. Und es schmeckt immer so ein bisschen nach Sägemehl und ein kleines bisschen nach Wurst und Pommes frites. Ein cooles Fest, wo alles geordnet und ruhig zu und her geht, obwohl das Einteilen nach dem dritten Gang ein Stress ist. Der Ignaz Rohner.
Wir müssen immer ein bisschen aufs Leistungsgefälle schauen und das ist jetzt bei diesem Fest ist es relativ gross. Wir haben einen Haufen ganz gute und das Mittelfeld ist eher dünn und dann junge Schwinger hat es auch wieder einen Haufen und dass man ein bisschen mit der Leistung irgendwo am Gegner entsprechend kann einteilen kann, das ist immer ein bisschen Schwierigkeit. Das ist schon küngeln, oder? Das schätze ich nicht falsch ein. Das ist schwierig. Man kann mit dem Einteilen auch fest ein bisschen gestalten bis zu einem gewissen Grad, oder? Das ist sicher möglich, aber man schaut natürlich oder will auch, dass möglichst die, die an der englischen Spitze sind, auch gegeneinander müssen, dass am Schluss wirklich der gewöhnt, der auch unter dem Tag schon an der Spitze war und nicht an irgendwo von hinten vorne schleifen kann und gleichzeitig nicht die vorderen Nougat untereinander schwingen, dass am Schluss halt eben an einem hinteren Münd Platz machen. Da braucht es eben eine Feinshändlung. Also, wenn wir die jetzt anschauen, ich muss es gleich mal ein kleines bisschen weiter zurück. Also, oder? Schwinger haben wir dann eigentlich immer vorgestellt, wahnsinnige ja, Dinge. Aber du bist Kranzschwinger gewesen. Also, Schwingen ist auch Technik, gell? Nicht nur einfach pure Kraft und Lupfen und Zeugen. Also, Schwingen besteht eigentlich aus drei Hauptsachen. Es ist das eine Technik, das zweite ist Kraft und dann natürlich noch Kondition. Gang geht 5 bis 6 Minuten, je nach Fest. Und nur Kraft allein nützt auch nichts, wenn man sie nicht weiß, wie anwenden. Technik ist sehr entscheidend und alles miteinander macht es dann eben aus. Und eben, es ist schon ein eine Nervensache. Ich habe ein paar Mal gedacht, also gerade bei den Favoriten im ersten Gang dort auf dem Platz 4, sind ein bisschen nervös gewesen. Also habe ich das Gefühl gedacht, lange es nicht, mache ich einen Gestellten. Es braucht auch Nerven, gell? Nerven spielen sicher immer auch eine grosse Rolle, aber das ist auch etwas, das trainierbar ist. Für das gibt es eben die sogenannten Rangschwingen, wie das jetzt ist. Da gibt es ja bekanntlich keinen Kranz. Und um das auch zu trainieren, mache ich die Schwinger eben auch diesen Rangschwingen. Jetzt, wenn man einen super Kampf macht, schnell den Gegner auf die Schulter legt, hat man eine 10. Wenn man verliert, hat man noch 8,5. Wie ist denn das mit dieser Bewertung? Also bekanntlich gibt es ja eben gewonnen, gestellt, für heisst unentschieden im Schwingen und verloren. Und es gibt für jedes Resultat gibt's 2 Noten. Bei einem verlorenen Gang ist das 8,50 oder 8,75. Bei einem gestellten Gang ist das eine 9 oder 8,75. Und bei einem gewonnenen ist es dann eine 10 oder eine 9,75. Und je nachdem, nach Leistung und Einsatz, dann die Kampfrichter benoten und dementsprechend dann eben die Noten geben. Und das Höher ist immer das Maximum. Also wenn man eine 9 hat für einen gestellten Gang, dann muss er sehr aktiv sein und sonst gibt es eben nur eine 8,75. Ebenfalls bei einem Verlorenen. Wenn man im ersten Zug verliert und selber nicht viel zum oder nichts zum Gang beigetragen hat, dann muss er mit einem 8,5 rechnen, also 8,50. Und ein Blattwurf, wenn er aus dem Stand oder mindestens 10 cm ab Boden Blatt auf den Rücken fällt, dann ist es eine 10 und so ist halt eben nur eine 9,75 bei einem Überdrehen oder bei einem Abrollen. Jetzt klingt das alles reichlich kompliziert. Spielt so noch eine Rolle, was für einen Kampfrichter das man hat? Also ich denke jetzt, oder einmal anders gefragt, jetzt nach 3 Gängleiter Orlich zusammen mit dem Büsser zusammen, eben der Büsser da, für mich ein unbekannter Rapperswiler, hat auch einen Kranz besetzt, der Orlich nicht ein Eidgenosse. Also wird jetzt zum Beispiel der Büsser sanfter bewertet als zum Beispiel ein Orlich? Eine WD jetzt 29,5. Nein, sanfter bewertet wäre der nicht. Er wird immer der Leistung entsprechend und der aktuelle Gang selber angeschaut. Du warst Kranzschwinger. Meine allerletzte Frage, wenn du das so zuschaust, ja, würde ich sicher mal ein bisschen anmachen, habe ich das Gefühl. Ja, das ist klar. Das Festfieber und das Kribbeln, das bringt man nie ganz aus sich raus, aber das gehört dazu und Schwingen war eine schöne Zeit und alles hat irgendwann sein Ende und darum ist das so jetzt auch gut, wie es ist. Und braucht eben auch Leute, die etwas verstehen vom Business, die eben gerade bei dieser für mich einfach wahnsinnig komplizierten Einteilerei, und ich habe gesehen, sind zusammengestanden, haben gekirnt, haben Tüftel gemacht. Es braucht wirklich auch Leute, die eben selber vielleicht mal aktiv waren. Das ist sicher ein Vorteil, oder? Also zum Einteilen ist sicher fast Pflicht, dass man auch ein bisschen das ganze System dahinter auch kennt.
Kampfrichter sind auch fast Luther, die selber auch schon geschwungen haben. Und natürlich mit den Jahren gibt es auch die gewissen Erfahrungen und dann ist das machbar so. Seid ihr das Runner so cool? Aber ganz ehrlich gesagt, es war ein Töchter, die Einteilerei nach den drei Gängen wegen dieser grossen Leistungsschwankungen. Und dann haben sich die Schwinger parat gemacht. Jetzt war der Brunner natürlich eine gefragte Sache gewesen. Aber eben, die Festlichkeit spielt bei so einem Schwingfest immer auch mit. Alphörner, das gehört dazu. Und dann ist es weitergegangen. Es ist wärmer geworden. Der Brunnen war eine gefragte Sache. Hier der André Büsser, übrigens mit 29,5 Punkten, absolut Überraschungserster nach drei Gängen, zusammen mit dem Armon Orlik. Hier gegen den Eugster Rudi. Eugster Rudi rinnt der Oberländische Schwingverband, wohnhaft in Quart. Und der André Büsser bei Rapperswil, wohnhaft in Amden. Und natürlich war man gespannt, ob es dem André Büsser auch am Nachmittag so dürfte weiterlaufen. Aber der Rudi Eugster hat im ersten Kampf klar eine Regel gesetzt und zeigt, wo der Partner den Most holt. Ja, und so ist es dann eben auch weitergegangen. Aber immerhin, also der erste Teil, natürlich hat der André Büsser phänomenal bestritten. Und dann der Tobias Kreibühl, der Eidgenoss, der beim Anschwingen ganz überraschend gegen den Innerschweizer Kranzschwinger, gegen den Schäuber Lutz gestellt hat, hat natürlich jetzt hier gegen den Matthias Schläpfer wollen zeigen, dass er als Eidgenoss eben trotzdem noch gewisse Chancen könnte ja auf die vorderen Plätze und vorweg noch. Das ist ihm dann auch geraten, hat ihn dann gedreht und hat damit dann eigentlich auch so ein bisschen den Wechsel gesetzt. Nach einem 8,75, vorher jetzt ein 9,75 und dann am Schluss der Platz 4b. Und das ist eben rechts da der Scheiber Lutz, der überraschende Kranzschwinger aus dem Innerschweiz gegen den Eidgenoss, gegen den Raphael Zwissig. Und locker hat er auch der ins Segmail hineingedrückt. Wirklich ganz, ganz eine überraschende Angelegenheit, die der Scheiber Lutz hier auf den Platz gebracht hat. Und dann der Stefan Burkhalter gegen den Marcel Kuster, beide Seitgenossen, beide, die schon vom Morgen ein bisschen enttäuscht, beide hochkonzentriert. Bei der Zwischenrangliste ist der Stefan Burkhalter noch vor Marcel Kuster gelegen. Und da hat er natürlich seine Chancen gewittert, dass er jetzt eben am Nachmittag etwas könnte wettmachen. Überhaupt hat mir der Stefan Burkhalter den ganzen Tag so ein bisschen einen angespannten, auch ein nervösen Eindruck gemacht. Sehr, sehr kämpferisch, ganz auf eine spezielle Art, wenn er schwingt. Für mich als Laie, er packt auch schnell beim Kopf, gibt schnell den Griff auf. Und da bin ich gespannt gewesen, wer macht jetzt da das Rennen. Also rein von der Postur her, eben so als Laie, da muss ich sagen, hätte ich dem Stefan Burkhalter eher einen Vorteil gegeben. Ihr wisst ja, es gibt ganz verschiedene Griffe. Der Kurz, der Übersprung, der Brienze, der Hüfter, der Bauer, der Gamma, der Weiberhaken und irgendeinem von denen habe ich von denen den zweiten schon erwartet, um eben dann einen guten Nachmittag hier zu starten. Aber es ist alles anders. Und nach 6 Minuten Handschlag gestellt, ja, aktiv sind sie. Es ist den Eidgenossen nicht allen gerade so gelaufen, wie sie es genau hätten wollen. Eben mit Ausnahme sicher vom Armon Orlik. Aber bei dem Kampf hier gegen Daniel Bösch hat es auch nach einem Gestellten ausgesehen. Ich hätte jetzt gewettet, sie stellen. Da sind wir ungefähr etwa 35 Sekunden noch vor Schluss. Es geht noch mal in die Mitte. Ich habe auf die Uhr geschaut. Ich habe hier noch 30 Sekunden gestoppt. Vielleicht ein kleines bisschen mehr. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall habe ich ganz nervös mal mitgestoppt. Und dann der Armon Orlik wieder sieht völlig unscheinbar aus, aber immer das Gefühl, irgendetwas macht er einfach immer gerade, immer sehr variantenreich und auch der Daniel Bösch liegt im Segmail und das bedeutet wahrscheinlich jetzt schon den Schlussgang. Und dann nach dem vierten die Lebenpreispräsentation der Muni Alfons gestiftet von der Peter Bär Metzgerei in Grabs, dann das Rind Loli gestiftet von der politischen Gemeinde Wartau und dann der Jörling Pamela gestiftet von der Marti Gruppe Azmos und dann auch herzige
Geisli und Kind, die hinten dran herkommen. Das gehört eben alles auch zu einem Schwingfest. Und auch die, glaube ich, über 160 Leute, die hier mitgeholfen haben, arbeiten. Also wirklich unglaublicher Einsatz. Dann ist es weitergegangen mit dem Stefan Burkhalter. Mich hat einfach interessiert, ob ihm auch noch mal etwas geraten. Im zweiten Gang gegen Frick Andreas hat er eine 10 gemacht, dann gegen die Igerus 9,75 und dann aber gegen den Eidgenoss Marcel Kuster verloren. Hier gegen den Edi Bernold wieder eine 10, aber eben zu einem guten Schlussgang hat es dann eben gleich nicht gelangt. Zuschauer aber immer sehr fair. Viel Applaus, wenn etwas geraten ist und nie ein Puh. Also das ist mir aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, der Kurzzug, das ist der wahrscheinlich der Schwung, um meisten angewendet wird. Dann natürlich eben auch der Brienzer, hin und wieder Fürschig und Hinterschig. Und auf dem Boden habe ich jetzt das Gefühl, dass der Bauer der, der am meisten angewendet worden ist. Also, wenn man das ein bisschen zuschaut, mit der Zeit lernt man auch als Laie dies und jenes dazu. Übrigens 3800 Zuschauerinnen und Zuschauer, 125 Aktive und eben 160 Mitarbeiter vom Turnverein Atzmoos und vom Schwingclub Wartau, die das hier ermöglicht haben. Und eine ungeheuer gute Berichte auf Radio L, in diesen verschiedenen Zeitungen und natürlich auch beim Schlussgang, wo ihr im Internet schauen könnt. Und dann ist es mit dem Schingen weitergegangen. Der Kloppat Beat, hier gegen den Kreienbühl Tobias. Der Kloppat Beat, nach zwei Zähne, war sich sehr hoffnungsvoll in den Kampf eingegangen. Der Kreienbühl Tobias vor 9,75 Bedi, wahrscheinlich bis jetzt nicht ganz begeistert von ihrer eigenen Leistung und haben hier wirklich einen super Kampf abgeliefert. Spannung im fünften Gang noch, volle Konzentration. Und wenn man sich das also vorstellt, was für eine Konzentration und für eine Kondition das braucht, ja, das ist allerhand. Aber dann sieht man es, der Kreibühl Tobias besiegt der Kloppat Beat. Und da im fünften Gang der Martin Hersche gegen den Reto Schlegel. Der Martin Hersche, Estervallier, hat er einen Kranz geholt, dass man hätte viel erwarten von ihm. Dann hat er aber im ersten Gang gestellt gegen den Stefan Burkhalter, hat den zweiten Gang dann gewonnen. Dann hat er einmal 9,75, einmal 9,0 gehabt. Und die Frage ist jetzt natürlich, kann er eine Topform, die man von ihm können, als Kranzgewinner von Estervallier erwarten, noch etwas zulegen? Ja, das hat er auch gemacht gegen den Schlegel. Reto, aber im Schuss ist er gleich noch für Rang 5C gelangen. Da droht ja der Tosenazüch zum Bruno geht, sich konzentriert auf den Kampf gegen den Armon Orlik und man darf gespannt sein auf den Kampf. Zuerst jetzt aber noch der Kampf von Lutz Schäuber gegen den Beda Goray. Der Lutz Schäuber immer aktiv. Der Lutz Schäuber übrigens sehr, sehr überraschend. Der Innerschweizer Kranzschwinger, der schon beim Anschwingen gezeigt hat, dass man mit ihm hier muss rechnen. Er hat sehr einen konzentrierten Eindruck gemacht, einen kämpferischen Eindruck, ist sehr aktiv gewesen und hat auch überrascht mit ganz speziellen Varianten, die er immer wieder angeboten hat. Dann wieder in die Mitte, nochmal gegriffen. Man war natürlich gespannt, denn wenn er den Kampf hier im fünften Gang gewinnt, dann dürfte er noch beim Schlussgang zu sein. Er greift nochmal, der Beda Goray kontert, Bedi zeichnet ein kleiner Moment von der Konzentration. Schaut mal aufs Gesicht und schaut mal, wie er jetzt der Beda Goray auf den Rücken legt und dort damit ganz klar macht, dass er eben jetzt in den Schlussgang hinkommt. Und jetzt der Kampf vom Armon Orlik gegen den Rudi Augster. Man durfte gespannt sein, ja, wer jetzt hier denn oben aufliegt. Wahrscheinlich ist der Armon Orlik bereits für den Schlussgang hier qualifiziert gewesen, auch wenn er jetzt der zum Beispiel gestellt hätte. Zeitgleich übrigens, und das ist eben das Schwierige bei dem Schwingen, es gibt eben auch die vier Plätze, wo eben Arbeit verrichtet wird, wo geschaffen wird. Zeitgleich hat der Bless Michael gewonnen mit 9,75 gegen den Lukas Kreienbühl. Ja, beide Kämpfe kann man nicht aufnehmen. Und das ist typisch, der Kampf wird einmal unterbrochen, wenn es Nasenblüten gibt. Aber dann ist es weitergegangen, sehr ein aktiver Kampf und man hätte können denken, ja, er wäre jetzt entschieden, aber nein, es war wieder außerhalb und darum nochmal am Anfang in der Mitte. Also sehr umkämpft, wer da eben gewinnt. Und ihr seht, er krampft einfach immer. Der Armon Orlik ist einfach ungeheuer aggressiv mit einer unbändigen Kraft, in einer Kondition, auch mentale Stärke. Und dann ist das so. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie der Rudi Augster da sportlich lächelt. Irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist ihm fast klar gewesen, dass es halt nicht lange
gut. Und somit ist dann eigentlich schon klar gewesen, wer in den Schlussgang hier kommt. Natürlich auch Bewunderung von den Schwingern, die hier gewartet haben. Und dann ist es zum Kampf gekommen zwischen dem Bösch Daniel und dem Guy Gross. Ich habe immer noch auf den Bösch Daniel für den Schlussgang gesetzt. Allerdings habe ich da wohl schon etwas falsch gerechnet. Ich bin vorausgegangen, als wenn vielleicht der Lutz Schäuber dann noch verliert und unter Umständen jetzt da der Daniel Bösch gewinnt, dass es für einen Schlussgang könnte lange. Aber da habe ich mich wahrscheinlich geirrt. Aber auf jeden Fall, da hat es gelangen gegen den Guy Gross 9,75 fürs Notdrucken, ein Viertel Abzug. Und dann ist es weitergegangen mit dem Marc Jörger von Thomas Dems und dem Beda Goray, Schwingklub Mittelrintal, wohnt auf den Altstädten. Für sich interessant geraten, dem Beda Goray noch etwas, aber vorweg noch, es ist dann eben zu einem Gestellten gekommen. Wir sind so 2-3 Sekunden vor Schluss, Ringrichter, drückt die Stoppuhr und Handschlag. Und das wär's. Und jetzt der Büsser André gegen den Robin Roth. Mich jetzt interessiert, was macht der Büsser André? Immerhin ist er an erster Stelle gelegen bei der Zwischenrangliste. Aber eben am Nachmittag ist es nicht mehr so weitergegangen. Ist auch zu erwarten gewesen. Er ist relativ unbekannt, wohnt in Amden, schwingt für Rapperswil und hat es hier gegen den Robin Roth klar müssen aufgeben am Bodenkampf und ist dann ja, eben besiegt worden. Und darum in der Langliste natürlich auch ziemlich weit zurückgerutscht. Und jetzt ein ganz superiger Kampf zum Schluss noch. Der Michael Bless, Eidgenoss gegen den Dominik Schneider. Auch ein Eidgenosse, Michael Bless, ist es ja nicht gerade so rosig gelaufen am Morgen beim Anschwingen. 8,5, dann im zweiten Gang gegen den Straub Robin, 10,0, dann aber wieder gegen den Lars Geiser, ein Kranzschwinger, 8,75. Dafür ist am Nachmittag dann wirklich hervorragend gelaufen und darum hat man können den Fuss gut, dass er einen guten Lauf hat und wahrscheinlich eben auch der Dominik Schneider jetzt hier besiegt. Aber der hat sich zünftig gewehrt, mit einer geballten Kraft, mit einer ganz guten Konzentration und einer riesigen Kondition auch noch. Wenn man so filmt, dann hat man immer eine volle Bewunderung. So im sechsten Gang, nach so vielen Kämpfen, und es war auch relativ heiß gewesen, ist es also wirklich immer super, wenn zwei noch so mögen. Und der Michael Bless hat hier Oberhand, macht eine Zähne und kämpft sich zum Schluss nach einem eher schwächeren ersten Teil noch 4-10 vor. Und dann ist es zum Schlussgang gekommen. Auf dem Platz 1, wo alles gerüstet war, haben sich die Zuschauerinnen und Zuschauer versammelt. Und dann ist es losgegangen zwischen den beiden besten Schwingern von dem Tag. Der Lutz Schäuber von der Innerschweiz und der Meyerfelder Eidgenoss, der Armon Orlik. Wenn man so rein das Notenblatt angeschaut hat, dann ist der Armon Orlik eigentlich vorne gelegen. Wenn man aber einmal genau geschaut hat, ab Gang 2 bis eben Gang 5, dann hat man sagen, hoppla, der Lutz Schäuber von der Innerschweiz, der hat dann viermal eine Zähne hergelegt. Das ist dem Armon Orlik nämlich nicht geraten. Der hat beim Anschwingen gegen den Michael Bless 9,75 gemacht und gegen den Beda Goray auch 9,75. Hingegen der Lutz Schäuber, der hat bis aufs Anschwingen gegen den Tobias Kreienbühl, den er gestellt hat, hat der Lutz eine Zähne gemacht. Und darum hat man davon ausgehen, dass es sehr einen spannenden Kampf gibt. In gewohnter Manier hat der Armon Orlik gekämpft, immer für eine Überraschung. Gut, man weiß nie so recht, was passiert als nächstes bei ihm. Sehr, sehr eine spannende Art, wenn er hier kämpft. Unberechenbar für mich. Gut, ich bin Laie, aber trotzdem sehr unberechenbar, impulsiv, dann relativ ruhig, gelassen und dann auf einmal einen Zug mit geballter Kraft. Hohe Konzentration auch beim Publikum und natürlich hohe Konzentration natürlich auch beim Lutz Schäuber. Er war natürlich gewarnt, was da könnte auf ihn zukommen. Wäre natürlich eine völlige Überraschung gewesen, wenn er gewonnen hätte. Und dann war es erledigt gewesen. Oder auch nicht, nein. Außerhalb hat der Kampfrichter angezeigt und darum ist es nochmal in die Mitte reingegangen. Die Spannung ist gestiegen, fast bis zum Unermesslichen. Man sieht es in den Gesichtern richtig an. Jetzt sind wir ungefähr bei Minute 5. Das heisst, etwa in der Hälfte der Zeit, 10 Minuten, kann der Schlussgang ja gehen. Und der Armon Orlik reisst wieder umeinander, aber der Lutz Schäuber setzt ihm immer einiges entgegen und beide machen den hochkonzentrierten Eindruck. Ich bin dann ein bisschen um den Ring herumgelaufen, weil der Kampfrichter ist mir immer ein bisschen im Weg gewesen. Übrigens, den ganzen Gang könnt ihr bei www.schlussgang sehr gut anschauen. Und dort könnt ihr wirklich alles sehen, von A bis Z. Auf jeden Fall, ja, dann bin ich gespannt gewesen. Und ihr seht jetzt, was er da macht. Und
das war's. Das ist eben das, was ich meine. Sehr überraschend, Armon Orlik. Und wenn er jemand mal so am Boot hat, dann kann man davon ausgehen, dass er dann nicht mehr loslässt. Ja. Eindeutiger Sieger Armon Orlik mit 59,5 Punkten. Vor dem Lutscheuber mit 57,5. Domenic Oertig 57,25. Marcel Kuster 56,75. Und dann natürlich der Muni, der gehört dem Armon Orlik. Der Sieg ist ein Frühlingsfest, das er gewonnen hat. Quasi das erste Mal im Jahr ist ihm geraten. Das Interview jetzt mit dem Ernst Frehner. Ganz herzliche Gratulation zum ersten Sieg an der Offenheit, also im offenen Gelände. Du hast schon zwei Feste höher sonst schon gewinnen in der Halle. Was ist, was hat das für eine Bedeutung, wenn man so einen Frühlingsschwinger hier am Rintel-Oberländischen Verbandsschwingertag gewinnt, im Hinblick auf die kommende Saison? Ja, es ist sicher eine sehr gute Standortbestimmung. Ich habe gemerkt, dass ich vom Training her fit bin und konnte gut trainieren den Winter auch. Und habe mich gut gefühlt und mit so einem Notenblatt ist es sicher ein sehr, sehr wichtiger Tag gsi und ja, ich hans können leisten und super, bin zufrieden. Du hast das Notenblatt angesprochen, da lässt sich tatsächlich sehen. Wenn wir schnell durchgehen, angeschwungen hast mit dem Bless Michael, immerhin ein gestandener Eidgenoss aus dem Appenzellerland, da ist nicht gerade lang gegangen. Ja, es stimmt. Ich habe ihn gerade verwünscht, er ist gerade in der Gamma rein und dann bin ich gerade tief kurz und dann am Boden noch vervollständigen. Dann hast du den Thurgauer Teilverbandskanzler, den Steiner Michael, gehabt. Einen kleinen, nicht wegen so einem Ringen zum Gewinnen. Ein Zeichen ausgesehen. Der links, rechts vor allem versucht. Am Schluss sind es 4 Minuten vielleicht gegangen. Habe ich dann auf links lehren und es war dann gerade platt gewesen, glaube ich. Den Einheimischen vom Rintel-Oberländischen Verband, Rintaler Verband, das war der Goray Beda von Altstetten. Ja, mit dem Beda habe ich gewusst, er wird sich wahrscheinlich defensiv auf mich einstellen. Und dann konnte ich dort dann spalten und nachher am Boden vervollständigen. Dann der nächste Gang war Bösch Daniel, Unspunnensieger. Eigentlich auch ein Favorit vom heutigen Nachmittag. Du hast ihn, glaube ich, fast kurz vor Schluss noch eine Platte Segmilie legen. Ich weiß gar nicht, ob die Minute schon angesagt war. Ich glaube noch nicht. Oder schon. Und dann vorher einmal fast unten reinkommen, können ausdrehen am Schluss noch, ganz am Schluss. Und dann habe ich ihn am Schluss verwünscht. Und wie? Fussstich. Und wie, eben wie du den Segmelier gebeten hast, dort ist einem vielleicht aufgefallen, bist du eher ein bisschen vorsichtiger als Werk? Oder ist das falsch, wenn man das von außen angeschaut hat? Nein, das stimmt schon. Ich habe dort mit 3 Siegen geführt nach der Mittagspause. Und er hat auch schon gestellt. Ich hätte ihn auch nur mit einem Gestellten aus dem Rennen nehmen. Aber ich habe das eigentlich nicht jetzt von Anfang an im Kampf, den Kampf so gestalten, sondern eigentlich auch offensiv versuchen, meine Chancen zu sehen und zu packen. Glaube ich, ist es auch wichtig, dass man so kämpft, wenn man fröhlich schwingen wie hier. Kann man Sachen ausprobieren. Das habe ich auch noch mit dem Trainer diskutiert. Probieren, machen und wenn es klappt, ist gut. Und es hat geklappt? Es hat geklappt. Dann hast du noch den Eichstrudi, einen weiteren vom Rintel-Oberländischen Schwingerverband. Mir ist dort vorgekommen, wenn es halt so nicht geht, dann nimm ich halt anders. Und hast du auch eine platte Segmel bitte? Ja, mit ihm hatte ich schon viele harte Kämpfe und meistens, also ich glaube, immer gestellt gewesen. Und ja, mit dieser Ausgangslage bin ich in den Kampf hinein und musste Gas geben, wollte Gas geben, wollte gewinnen. Und rechts viel versucht und schlussendlich habe ich ihn dann mit einem inneren, also mit einem Brienzer vorwärts verwünscht. Und dann im letzten Gang der Sieger vom letztjährigen Nurner Kantonalschwingfest, der Schäuber Lutz. Hast du gegen den schon mal geschwungen vorher? Nein, noch nicht. Nicht gewusst genau, was mir auf mich zukommt. Da
paar Gänge habe ich schon gesehen heute, was er gemacht hat. Er hat ganz gut geschwungen. Und dann habe ich ihn zuerst ein bisschen abgetastet, muss ich sagen. Und dann im Verlauf des Kampfes habe ich dann meine Chance gesehen. Und einmal noch zuerst ist er rausgekommen. Und nachher konnte ich es dann packen. Noch besser. Amon, also die Zuschauer, wie man gesehen hat, waren begeistert auf deine Schwingart. Da geht es einfach voll an Zeck. Wir wünschen dir gute Gesundheit und eine ganz tolle Saison. Danke vielmals.